Winners Finals Dafung gegen Beißel. Und wenn Dafung dieses Turnier gewinnt, ne? Ey, dann schuldet er auf jeden Fall Scorpion was. Weil eigentlich wäre er gar nicht weitergekommen in Dafung, weil er gegen Lifted Sky verloren hat. Aber Scorpion hat dann in einem insane Set gegen Lifted Sky gewonnen und damit Dafung ja, das Weiterkommen ermöglicht. Und seitdem ist er crazy. Oh. Also, ich sage euch, also das müsst ihr auf jeden Fall, ich stelle das Ganze auf YouTube, das müsst ihr euch alles reinziehen. Das ganze Turnier ist so crazy gewesen einfach. Und es hört nicht auf. Haben wir gerade SDN gegen Beißel gesehen. Dafung gegen Beißel im Winners Final. First Seed, Second Seed, no. Wir sehen hier Seed Nummer, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7, 8. Alles ist crazy auf NIZ Nummer 20. Oh. Wir sehen auch gerade schon der erste Stock von Dafung auch schon unten. Ich kann euch nur nochmal appellieren an euch. Schickt das auf jeden Fall so in jeden Smash-Discord, den ihr finden könnt, an Freunde und so, die das interessieren könnte, weil ich sag euch, die werden gut unterhalten sein von dem Ganzen. Die spielen gerade alle so insane. Und ja, es ist einfach fun. Jetzt im Moment müssen Cruel und Skeddy und SD. Einfach so SD. Okay. Hatte immer noch eine Führung, aber einfach SD. Wollte wohl nur einen Pixel nach hinten gehen, aber so kann es kommen. Trotzdem noch eine ziemlich starke Führung hier. 138%. Natürlich muss er diesen Kill auch erstmal bekommen, bevor er eine richtige Lead hat. Weil das bei Dafung sehr schnell gehen kann. Vor allem, wenn er Rage hat. Bekommt hier ein Shot. Reicht noch nicht, aber diesmal der schnelle Cowboy. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier wohne. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass im Norden einfach nichts abgeht. Aber jetzt im Moment. Ich meine, deswegen habe ich diese Turnierreihe auch gestartet. Einfach weil, was so turniertechnisch, musstest du immer nach Berlin fahren, nach Köln fahren, nach Neuss fahren mit Argon. In Brawl und Smash 4 und dann wollte ich einfach auch mal was im Norden haben. Und das hat gut geklappt und jetzt haben wir das hier. Alles so worth. Oh, und harter Upsmash. 84% hier auf dem letzten Stock von Dafung. Kann er das hier nochmal zurückbringen? Er wird auf jeden Fall sehr gut killen, wenn Beißel ungefähr 70% hat und er selbst Full Rage. Kann er das bis dahin? Oh, guck mal, hier sind schon die 70%. Oh, das könnte sehr gefährlich werden hier gerade für Beißel tatsächlich, wenn er es nicht schafft, hier weiter die Wall zu benutzen, die undurchdringbare Wall. Ja, korrekt, Scouty, auf jeden Fall. Wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall dabei sein, es war einfach insane heute. Und wir sehen hier einen Dosenkill. Dafung wird weggesprengt und Beißel gewinnt das erste Game. 1-0. Jetzt noch mal ein bisschen pusten. Tee ist zu heiß. Yo, okay. 1-0 hier für Beißel gegen Dafung im Winners Final. Hätte ich tippen müssen, wie das Ganze hier ausgeht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ausgeht auf jeden Fall. Also das Turnier. Ich hätte gedacht, dass SDN alles steamrollt oder einer von den MV-Lern ihn irgendwie upsettet oder sowas und dann alles crazy wird, aber es ja, einfach region intern komplett crazy gegangen. So, es geht weiter. Sehr gut. Ja, also die beiden traden halt, ne? Ich weiß nicht genau, für wen sich das jetzt gerade am meisten lohnt. Ich glaube, Beißel braucht auf jeden Fall mehr Prozente, um zu killen. Jetzt im Moment hat er immer so bei 150 oder sowas gekillt. Ja, mag sich das Traden vielleicht nicht so lohnen. Und der Upsmash, ja. Der Funk immer sehr clean mit seinen Kills. Und mal schauen, wie lange Beißel jetzt braucht, um... Wow! Okay. Ich dachte, er braucht jetzt ewig, um da einen Kill zu kriegen, aber er macht einfach so eine Combo und fertig. Das ist ja
Twitter-Combo-Video hier. Was geht? Okay, und es geht direkt weiter hier. Zweiter Stock. Komplett even immer noch. Und es wird immer noch getradet. Okay. Ja, ist vielleicht keine schlechte Idee für Dafung. Nur muss er natürlich darauf achten, dass er nicht zu viel Schaden bekommt dann irgendwann. Beißen ist es natürlich... Alle Interaktionen, die er mit der Dose macht, daran ist er natürlich komplett gewöhnt. Das kennt er aus Millionen von Matches. Ja, vielleicht hundert von Tausenden. Von daher, ja, muss man da immer sehr vorsichtig sein. Aber man darf natürlich auch nicht übervorsichtig sein. Das ist das Problem gegen Duckhunt. Und dass nach so langer Zeit Beißel immer noch gegen SDN gewinnen kann. Crazy. Letzten Set sah nicht so aus. Und ich bin gespannt, falls es ein Runback gibt, ob... Oh, die Backer killt auch schon fast. Ja, ob SDN vielleicht nochmal den Wolf rausholt. Das Matchup ist auf jeden Fall besser, denke ich. Aber ich hätte schon geschätzt, dass er das mit dem Ike dann doch noch ein bisschen besser hinkriegt. Gegen Beißel. Nachdem er 2-0 geführt hat. Oh, wird nicht gepunished. Okay. Da hat Dafung natürlich mit gerechnet, dass er da vielleicht auch nicht trifft und dann einfach an die Edge kann. Und er wird von der eigenen Dose erwischt. Also hier die Führung für Dafung, also wieder kann er jetzt hier schön Damage aufbauen. Oh, viele Empty Hops. Und inzwischen ist es schon ziemlich insane, was Beißel so für ein Movement hat, auch mit Dose und ohne Dose. Oh, und die Backair trifft die Dose trifft davon. Und damit sind wir auf dem letzten Stock. Ein wichtiger Stock jetzt auch. Ein sehr wichtiger Stock. Wenn das hier ein 2-0 für Beißel wird, wird das so schwer wieder zurückzubringen. Ein 1-1, komplett even. Oh. Wieder super, super viel Damage. In kürzester Zeit hier von Beißel. Aber das kann Dafung auch. Wie wir sehen können, ist die Lead nicht mehr allzu groß. Oh. Oh, guter Trade hier gerade von Beißel. Ich glaube, das wäre eine Abbie geworden danach. Oh. Kommt hier nicht mehr wieder richtig gut on stage. Oh, hat es da gerade versucht und das hätte wahrscheinlich gekillt, weil es in der Luft war. Gunman trifft. 149%. Das war es dann auch bald, wenn er wenn die Dose trifft. Also noch ein oder zwei kann er tanken. Oh, das war eine. Aber ich glaube, die Dose hat auch einen Sour Spot, wenn sie die trifft. Oh, schöner Parry, aber zwei kann er nicht parryen. Das ist immer so das Problem, wenn man parryt gegen Duckhunt, das ist dann doch zu hoher Random-Faktor, das lohnt sich nicht wirklich. Yo, es steht 2-0 für Beißel hier bei NZ Rising Nummer 20. Hätte niemand für möglich gehalten, würde ich behaupten. Schade, dass wir das nicht mit Wetten gemacht haben. Es wäre ganz interessant, wer auf ihn gesetzt hätte, außer er selbst und sein Bruder Skeddy. Und ich bin mal gespannt, was Dafung jetzt macht. Ich meine, ich höre hier schon die Musik von der Sora Stage. Sehen wir einen anderen Mii? Nein. Nein, okay, wir bleiben beim gleichen Mii. Nur die Stage wechselt. Kann Dafung das hier noch zurückholen? 2-0 jetzt hier gerade für Beißel. Wird das der Clean Sweep? Oh. Dafung sagt nein. Okay, die Up-B. Killt zwar nicht, aber der extra Damage, den nimmt man mit. 83%, sehr schön. Jetzt kann Beißel nur noch schlecht traden mit ihm. Er kann jetzt praktisch nur noch traden, um aus Situationen rauszukommen. Einfach wegzufliegen. Aber nicht mehr, weil es lohnt. Oh. Und das, was Dafung immer gut macht, an der Edge, macht er auch jetzt gut. Beißel gerade mit Struggle. Macht er gerade gut, also Dafung gerade gut mit dem Pressure. Er pressert sehr stark gerade. Ich habe gesehen, Pipi hat auf Dafung gesetzt. Mal gucken.
Mal gucken. Also ich kann mir schon wirklich noch vorstellen, dass Davon jetzt einfach einen Clean Sweep macht, so wie Beißel das mit... Oh, schöner Kill. So wie Beißel das mit SDN gemacht hat vorher. Aber wer weiß, wer weiß. Schöner Backair. Holt hier den Kill. Und es ist wieder komplett even. Hat kein Prozent bekommen. Außer die, die er selbst gemacht hat. Sauber, da ist Cruel. Da ist Cruel. Ich bin nicht mehr alleine. Willst du einen Tee? Oh, Junge. Oh ja, Mann. Ich glaube, ein Tee wird geil. Guck mal hier. Digga, 2-0 schon für Beißel? Ja, steht 2-0 für Beißel. Jetzt gerade stand es eigentlich ganz gut für Davon. Jetzt ist es wieder even, so. Mm. Ja, guck mal hier, was ich einen Tee du haben möchtest. Boah, geil. Das ist ganz wichtig, gerade als Commentator, dass man hydriert bleibt, auch für die Stimmbänder. Also meine sind schon ziemlich belegt, muss ich sagen. Guck mal hier, so ein Green Tea, der geil ist. Green Tea. Gute Wahl habe ich auch. Ey, crazy, 2-0 schon. Mhm. Krass. Okay, okay. Ja, aber Davon mit einer Antwort, die lautet nein. Nein. Aber natürlich hat Beißel dann noch ein Wörtchen mitzureden. Ein bisschen gedrippt hier gerade, ein bisschen Tee gedrippt. Ist nicht so schlimm. Oh. Okay, okay. Oha, aber Davon jetzt hier in Führung? Ja. Okay, adapted also ein bisschen. Oh, das war's. Nope, oh, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. So heftig, dass das fast reicht auch schon. Oh, okay, hier. Krank, Digga. Gut, letzter Stock. Noch ein bisschen rüber. Oh ja, sorry. Ist gut. Ich war gewohnt, alleine zu kommentieren und in der Mitte zu sitzen. Oh, der Jab. Für die extra Prozente, 130%. Boom. Okay. Okay, Beißel, Opening. Beißel muss jetzt aufdrehen. Ah, gechoked. Einfach durchgetreten. Okay, da kommt die Dose von oben. Oh, doch nicht. Angetäuscht nur. Ah, schon schlau gemacht gerade von Beißel auf jeden Fall. Okay. Oh. Oh. Schön. Oh mein Gott. Aha. Das sind die Kombos, die man kennt. Oh. Ah, gutes DI-Mix-Up gerade von Davon, dass er das diesmal anders gemixt hat. Okay, straight up. Boah, das ist scary. Oh. 140%. Boah, Beißel heftig aufgeholt jetzt. Ja, und diesmal auch wenige Smashes, muss man sagen, hier von Beißel. Normalerweise smasht er auch so viel. Komm, Davon. Davon. Kann er das hier nochmal spannend machen? Es ist natürlich gerade schon spannend im Game, aber... Okay, 3-0. Damn, Beißel mit dem 3-0 einfach. Aber gedreht einfach. Ja, der klatscht. Heftig. Der klatscht. Der klatscht. Ja, wir auch. Krass, wir klatschen auch.